So, weiter geht's mit der Tour de France und Simon Geschke in dem Fall. Also, sorry, 2 Tage lang Pause. Ich habe ja gesagt, ab und zu kann das mal passieren. War jetzt sehr, sehr viel los. Ich hatte die Woche auch Geburtstag und dann musste gefeiert werden. Dann waren eben noch ein paar andere Sachen, die noch zu erledigen waren. Deswegen keine Zeit gehabt und als ich dann nach Hause kam, war ich dann auch ziemlich müde und habe es einfach nicht geschafft, nochmal was aufzunehmen. So, ich glaube, wir müssten jetzt zu zweit sein hier vorne. Wir haben Guillaume Martin jetzt an der Seite von Simon Geschke. Jon Izagirre ist dahinter noch in der 10-köpfigen Gruppe, die sich aber jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen aufgegeben hat. So sieht es zumindest aus. Also, dann haben wir aber hier wenigstens wieder einen Helfer an der Seite von Geschke. Mit Guillaume Martin natürlich auch noch einen richtig guten. Es gibt heute keine Verpflegungsstelle. Es gibt die Sprintwertung, die ich jetzt weglassen werde. Ich werde hier als schlechtester Fahrer über die Sprintwertung gehen, damit wir Simon Geschke dann auch irgendwann mal im Bergtrikot sehen. Mir war das gar nicht so wichtig, ihn jetzt hier im Bergtrikot fahren zu sehen, um ganz ehrlich zu sein. Aber die Kommentare haben bewiesen, euch ist das durchaus wichtig. Deswegen machen wir das dann jetzt natürlich auch so, dass wir auf die Sprintpunkte verzichten und Simon Geschke so schnell wie möglich im Bergtrikot sehen wollen. Und es sieht ja heute schon mal ganz gut aus. Wir machen jetzt hier keine Führungsarbeit. Vorne macht das momentane Bergtrikot Thibaut Pinot Arbeit. Also Pinot müssen wir auf jeden Fall schlagen heute. Zumindest auf den ersten beiden Bergen. Max Soler, Ben O'Connor, Ciccone. Natürlich eine super starke Gruppe. Wir sind noch nicht mal bei der 5-Kilometer-Marke und Geschke geht es schon nicht mehr so gut. Das ist natürlich kein so gutes Signal, aber die Konkurrenz wird schon auch ein bisschen leiden. Die mussten lange hinterher attackieren. Geschke natürlich, da er in der ersten Reihe steht, konnte er da relativ easy direkt rausgehen. Der Peyragudes, Monte de Peyragudes, sehr cooler Berg. Sieht schick aus, ist noch ein ganz schönes Stück bis oben hin. Louis Meintjes da jetzt auch noch mit dazugekommen. Und das Hauptfeld denkt sich halt auch, nö, die lassen wir nicht weg. Vorsprung jetzt nur noch auf 59 Sekunden geschmolzen. Natürlich suboptimal. Unser Vorteil ist, dass wir mit Geschke natürlich kein blaues Gel brauchen für den Schlussanstieg. Da werden die Konkurrenten ohnehin das unter sich ausmachen. So, alter Schwede, ballern die hier. So, mal schauen, ob unser Helfer Guillaume Martin da wirklich so eine große Rolle spielt. Da vorne haben wir jetzt endlich mal die 5-Kilometer-Marke. Es ist ja nicht der steilste Berg. Kurz aus dem Sattel gehen. Jetzt kommen wir allerdings dann erst in die steileren Rampen mit rein. Also das wird sehr, sehr schlimm werden für Geschke. Wahnsinn. Oh, super hohes Tempo. Richtig hart. Ben O'Connor da vorne. Alter Vater. Also das wird schwer, Punkte zu holen. Können hier eigentlich nur komplett durchdrücken. Louis Meintjes hat da seinen roten Balken weggefahren. Aber die müssen hier vorne ja auch irgendwann mal ein wenig locker lassen. Ja, das gepunktete Trikot in meinen Augen auch das schönste Trikot der Welt. Deswegen tut es mir auch echt leid, dass da jetzt das grüne, das langweilige grüne Trikot die ganze Zeit bei uns prangt. Da kommt einfach immer mein Ehrgeiz. So nach dem Motto, ach, wenn wir gerade schon da sind, dann können wir ja auch das grüne Trikot holen. Dass die Prio natürlich gelb, grün, berg, weiß ist bei den Trikots, habe ich ja auch in die Kommentare geschrieben, die ich jetzt am Wochenende auch wieder beantworten werde. Bin da abends nicht dazu gekommen, weil ich dann immer noch ein bisschen lernen musste. So, 3 Kilometer sind es noch bis oben hin. Die Punkte würden wir uns gerne holen. Tempo ist ein bisschen raus. Thibaut Pinot fährt das jetzt von vorne. Guillaume Martin hat noch ein bisschen blauen Balken. Schauen wir mal, wir werden wahrscheinlich mit der Gruppe schon über die Kuppe kommen, aber ob wir weit kommen, das ist die Frage. Gibt gleich nochmal eine Abfahrt, eine minimale und hinten fallen schon reihenweise Fahrer raus. Das ist schon brutal. Das Blaugel hier schon zu geben, ich weiß es nicht genau, ob das richtig ist. Wir warten mal. So, vorne geht Pinot. Das darf nicht sein. Alter Schwede. Ciccone ist raus. Guillaume Martin ist da jetzt raus. Das ist nicht so schlimm. Ja,
Ja, ist die Frage, der kommt in der Abfahrt vielleicht wieder ran. 1,9 Kilometer noch. Ich muss jetzt hier relativ all-in gehen. Für die ersten Bergpunkte. Und jetzt schauen wir mal, was Thibaut Pinot noch so auf dem Kasten hat. Ist nicht super steil bis oben hin. Attacken kommen erstmal noch keine. Jetzt geht's los. So, komm schon. Yes, also immerhin, naja, 2 Punkte gut gemacht auf Pinot. Wir schauen mal. Boah, hinten schon eingeholt, Guillaume Martin. Holy shit. 36 Sekunden nur noch. Also, wir haben jetzt leider unseren besten Helfer hier vorne verloren. Aber immerhin die Bergpunkte gesichert. Ganz, ganz wichtig. Wieder 10 Punkte für Geschke. Jetzt geht es dann gleich zur Sprintwertung, die wir, wie gesagt, verschenken werden. Da machen wir nichts. Das ist logisch. Wir wollen das grüne Trikot wieder loswerden. Ich weiß nicht, ob es jetzt nach dieser Etappe schon klappt, aber ich glaube, ein Trikot zu verlieren, das sollte durchaus möglich sein. Wir kommen zur Sprintwertung und ja, ich werde jetzt nichts machen können. Wir werden auf jeden Fall Vierter werden. Mindestens. Wenn Marc Soler mal vorbeifahren würde. Jetzt fahr halt vorbei, Junge. So, dann darf natürlich auch keine Lücke reißen. Ben O'Connor will ums Verrecken keine Punkte. So, also 13 Punkte kriegen wir halt leider dazu. Bedeutet, dass wir Grün ziemlich sicher behalten werden. Da kann ich leider nichts dran ändern, aber es geht jetzt direkt in den nächsten Berg rein. Marc Soler geht mir ein bisschen auf den Sack. So, und jetzt versuchen wir hier natürlich wieder mit hochzukommen, aber ich glaube nicht, dass wir mit der Konkurrenz dieses Mal mithalten können. Selbst wenn ich jetzt sprinte, komme ich kaum wieder hin. Marc Soler hält da immer so eine kleine Lücke. Das ist nicht so gut. Natürlich stand ja auch in den Kommentaren, die unterschiedlichen Fahrertypen werden hier auch simuliert, was ja ganz cool ist. So, alter Schwede, das wird, wie gesagt, nichts werden. Vielleicht kommen wir vom Hauptfeld hier noch durch, aber mehr halt nicht. So, Connor setzt sich da leicht ab. 1,29, unser Vorsprung. Wir können hier eigentlich nur gnadenlos durchziehen. Mehr können wir einfach nicht machen. Bei Pinot mal hin, der da jetzt die Lücke wieder ein bisschen zufährt. Wir haben da vorne schon die 5-Kilometer-Marke. Also mit ein bisschen Glück und ein bisschen weniger Tempo hier in der Gruppe hätten wir vielleicht sogar Möglichkeiten. So, jetzt ist mal ein bisschen was raus. Okay, einfach mal übernommen. O'Connor. Ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn man dann dauernd die Lücken wieder zufahren muss. Stell dich halt mitten auf die Straße, Junge. Was soll schon passieren, ne? Ist ja nur ein Profiradrennen, das Wichtigste der Welt. Da kann man sich schon auch selber mal wichtig nehmen und mitten auf die Straße stellen. Ich finde sowieso, es geht um dich, Udo. Udo, du auf der Straße, du, der nebenher rennt. Die Radfahrer, die kommen nur wegen dir, damit du ihnen mal Wasser ins Gesicht spritzen kannst und auf die Schulter klopfen. Lass dir da nichts einreden, Udo. Die sind alle nur wegen dir da. So, wie schaut's aus? Wir sind hier immer noch zu viert in der Gruppe. Marc Soler hat da Probleme beim Hinterhergehen. So, wir nehmen mal ein bisschen. Jo, rotes Gel, denkst du? Haben wir gerade keine Chance. Es sind noch 3 Kilometer bis oben hin. Wie gesagt, vom Hauptfeld rüberkommen wäre wichtig. Wir wissen, dass wir nicht immer mit den besten Bergfahrern mithalten können. Deswegen müssen wir uns die Kräfte da einteilen, wo es passt. Boah, alter Schwede. Nehmen jetzt mal komplett rot. Wir sehen mal komplett rot. Thibaut Pinot zieht's durch. 1,40 nach hinten. Wie gesagt, wir wären der Erste, der hier aus der Gruppe rausfällt. Da kann man, glaube ich, die Uhr nachstellen. Es sollte sich aber irgendwie noch fast ausgehen.
Boah, Conner zieht. Jetzt geht es wahrscheinlich dann schwer. So, oben bleibt es steil. Pinot ist raus. Ja, nice. Aber O'Connor zieht da gerade weg. Versucht da nochmal irgendwie dran zu bleiben an O'Connor. Okay, Max Soler ist auch raus. Ja, nice. Vorne kommt eine Kurve. Okay, O'Connor ist stärker, oder? O'Connor ist stärker, aber wir holen uns wieder die Punkte. Super nice. Wieder 10 Punkte. Sehr, sehr gut. Also das war das Maximum, glaube ich, was wir heute so rausholen konnten. Kriege ich die Kurve? Joa, easy, gar kein Problem. Puh, das wäre es jetzt gewesen, direkt mit dem Sturz dann in die Abfahrt. So, Vorsprung 1,43. Wir versuchen es natürlich am Ohr-Kategorie-Berg. Pinot holt dann nur 4 Punkte. Also ein bisschen was gut gemacht. Jetzt heißt erstmal regenerieren und hier in der Abfahrt vielleicht ja auch ein bisschen was gut machen durch eine ganz gute Abfahrt. Wir hätten Guillaume Martin dann vielleicht doch früher das blaue Gel geben sollen, damit er hier länger dabei gewesen wäre. Frage ist halt, ob er jetzt noch dabei wäre. So, Abfahrten sind immer so semi-spannend. Vor allem, wenn man hier zu zweit dann so runterbrettert. Wenn man es gar nicht selber fahren möchte, weil man Schiss hat, dass man stürzt, kann man sich auch einfach dranhängen. Spart, glaube ich, nicht ganz so viel Energie. Ich steuere es eigentlich auch ganz gerne selber. Also man sollte es auf jeden Fall üben, weil irgendwann ist man mal in der Situation, wo man vielleicht doch mal eine halbe Minute am Berg doch wieder zufahren muss. Boah, ja, jetzt sieht man schon, warum ich Formel 1 Manager spiele und nicht selber steuere. Also, let's go, dann geht's gleich in den Schlussanstieg rein, Ohr-Kategorie. Das wird richtig, richtig nice. Wir haben 1,42 Vorsprung. Das wird gegen die Topfahrer hinten natürlich absolut nicht reichen. Los geht's mit dem Col de Portet. Ich sehe jetzt hier leider keine Kilometer. Ah, doch, oben 16,1 Kilometer, 8,7% im Schnitt. Oder wie ich sage, ganz normaler Mittwochmittag. Da fahre ich so Berge auch hoch in meiner Mittagspause. Easy, gar kein Problem. Meistens natürlich auch schneller als Tadej Pogacar oder Jonas Vingegaard. Entweder hat man Jonas Vingegaard schon komplett vergessen, um ganz ehrlich zu sein. Was macht Jonas Vingegaard eigentlich? Ich meine, natürlich krasse Leistung bei der Tour. Aber fand es eigentlich immer ganz geil bei Tadej Pogacar und Roglic, dass die sich danach auch nochmal gezeigt haben. So, wir haben jetzt Ben O'Connor hier als besten Helfer. Wir werden jetzt selbstständig hier wenig machen. Ben O'Connor ist der bessere Fahrer. Wir sind mehr oder weniger durch. Er ist sich allerdings ein bisschen unschlüssig, was er tun sollte. Zwischen Attackieren und 50 Cent ist er da andauernd am Hin- und Her-Schwanken. Max Soler hängt da noch dahinter. Jetzt gab es hinten mal ganz kurz eine Gruppe Merckx. Haben wir aber kaum gemerkt, dass es die Gruppe mal gab. Boah, alter Schwede, ist das steil. So, Ben O'Connor zieht richtig durch. Aber auch nur so halb und halb. Also schauen wir mal. Jetzt fährt er 80, sobald ich von seinem Hinterrad weggehe. Also wenn ich rangehe, dann na, macht er die 70. Ja, wir bleiben mal bei Ben O'Connor dran, weil, Alter, weil sonst wird das eh nichts werden. Geschke ist jetzt ja schon wieder fast durch. Mit dem Etappensieg wird das hier hundertprozentig nischt. Was haben wir hier? Jesus Serrada ist raus. Wir müssten die blauen Gele natürlich trotzdem mal. Bei Lafay und so weiter ist es jetzt eigentlich auch schon völlig Bums. Benjamin Thomas ebenfalls. Die werden schon irgendwie in der Karenzzeit bleiben, würde ich mal behaupten. Jesus Serrada kriegt es mal. Und hier hinten geben wir sie auch. Isagire Guillaume Martin. Dann können wir da vielleicht nochmal ein bisschen umschalten. So, 1 Minute 15, 12 Kilometer. Ben O'Connor macht die Führungsarbeit. Bleiben mal drauf. Schachmann ist hinten jetzt ausgerissen, aber ich glaube, das war eher unfreiwillig als Helfer am Berg. Tempo hinten jetzt noch gar nicht so hoch. Wenn wir den Vorsprung hier noch relativ stabil halten können. Keine Ahnung, was der gerade gemacht hat. Der Fan sah aber sehr lustig aus. So, guck mal, da hat einer das Bergtrikot. Vielleicht können wir uns einfach so ein T-Shirt drüber ziehen, weil es kalt ist. So ein Bergtrikot-T-Shirt.
So, die eritreische Flagge und das Bergtrikot. Das wäre doch mal nice, wenn irgendwann Bini Girmay mal auf Bergtrikot geht. So, jetzt habe ich aber ganz kurz Führungsarbeit gemacht. Ihr habt es alle gesehen. Ich war fast vorne. Oder wie ein Formel-1-Fahrer sagen würde, ich war deutlich vorne in der Kurve. Ist immer so geil, die Wahrnehmung von Sportlern in der Situation. So, jetzt wird hinten aber richtig gezündelt. 47 Sekunden. Da kommt Bora Hansgrohe rangeflogen. Dahinter kommt das Team Telekom, auch interessant. Also ich will die Chance jetzt hier nicht verschenken, deswegen nehme ich mit Geschke jetzt nicht einfach raus, weil wer weiß, was hinten noch alles passiert. Und ich finde so, ich meine, es wäre unrealistisch, wenn jetzt ein Fahrer sagen würde, okay, ich bin in der Ausreißergruppe, ich habe eine Minute Vorsprung, jetzt spare ich mir die Körner. Neidhull hat es ja geschrieben, auf jeden Fall an den letzten Bergen dann immer ein bisschen Luft lassen. Machen wir, auf jeden Fall, sobald... Nero schmatzt gerade. Sobald wir eben sehen, dass wir gar keine Chance mehr haben, nehmen wir Geschke hier raus. Aber Vorsprung steigt wieder auf 53 Sekunden. Problem ist, dass Geschke jetzt natürlich gleich völlig fliegen geht. 50 Fahrer noch hinten. Da wird also auch erst nochmal ein bisschen taktisch gefahren. So, also Team Telekom übernimmt hinten. Mal schauen, was Ulle heute vorhat. Geschke hat heute nicht mehr viel vor, auch wenn wir jetzt hier in das DRS-Fenster kommen. Das Hauptfeld ist auf jeden Fall schon im DRS-Fenster. So, hier können wir vielleicht mal ganz kurz ein kleines bisschen regenerieren. Connor fährt bestimmt wieder eine schwachsinnige Kurve da rein. So, Junge, Dankeschön. Eigentlich könnten sie sich jetzt auch nochmal die Hand geben, wobei Ben O'Connor uns wahrscheinlich nicht die Hand geben möchte, so wie wir das gemanagt haben hier. So, da hinten die Gruppe Merckx, da ist zweimal Telekom mit dabei. Interesting. Allerdings auch das Legendenteam ganz weit vorne. Also Jop Suttemelk mit dabei, Eddy Merckx, Carapaz, Ulrich und Armstrong. Die kommen jetzt hier gleich zu unserer Gruppe hin und wir werden sowieso gleich den Heldentod sterben. So, dann war es das nämlich auch. So, die, mach's gut, Ulle. Jawohl, zieh! Ulle, Ulle, Ulle. Warte, ich bremse noch ein paar weg. Fair Play wird bei uns klein geschrieben. Kann ich immer nur wieder sagen. Macht's gut, Leute. War schön mit euch, Radl zu fahren. Was macht denn unsere Kollegen so? Laurent Fignon hängt da hinten im Peloton. Das ist ja auch eher ein bisschen suboptimal. Also dann schauen wir mal hier so an der Seite drauf. Ich würde jetzt gerne in den Spectator-Mode gehen. Mode. Also dann schauen wir mal, wen haben wir hier? Niemanden? Wenn... aber... Ah doch, hier haben, müssten wir eigentlich Laurent Fignon haben, oder? Nee, Quatsch, Alter, der ist ja noch weiter hinten. Was ist denn mit denen los? Also Laurent Fignon, den ich ja eigentlich mitgenommen habe, damit wir hier so ein bisschen mitlesen können bei den Top-Fahrern. Das wird jetzt natürlich sehr unspannend werden. Aber schön, dass Ulle sich vorne abgesetzt hat. Das freut mich auf jeden Fall. Jo, also wir haben jetzt hier leider keine Möglichkeit, das vorne zu beobachten. Außer eben links so ein bisschen in dieser Zeitentabelle. Das ist halt dann der Nachteil, wenn man nur auf Bergtrikot fährt. Ach, guck mal, Roglic. Früh abgehängt. Holy shit, hat wahrscheinlich viel für Jonas Vingegaard gearbeitet. Ulle ist wieder eingeholt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Situation mal an, wie sie dann oben am Berg ganz genau ausschaut. So, 1,5 Kilometer sind es noch für Ulle vorne. 14 Sekunden vor Eddy Merckx. Dann die Gruppe Armstrong. Mit Coppi, Bartali, Armstrong, Anquetil und Suttemelk. Der jetzt da gerade rausfällt. Eddy Merckx hängt aber immer noch hinter Ulle. Das wäre natürlich ein Riesensieg für Ulle, der in der Gesamtwertung ja schon, glaube ich, ein bisschen zurückgefallen war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da Nibali und Ayuso. Von Tadej Pogacar haben wir nicht viel gesehen. Gruppe Vingegaard gibt es hier mit Alberto Contador. Die Gruppe 4, also Vingegaard jetzt hier auch endlich mal als Kapitän im Game angekommen. So, Ulle auf den letzten 500 Metern hat den Vorsprung auf Eddy Merckx nochmal ausbauen können. Sehr, sehr nice. Ich habe jetzt hier Geschke doch nicht auf automatisch gestellt, beziehungsweise dann vorgespult.
das hat nur negativen Effekt. Der bricht ja dauernd ein. Das ist ja auch ein Quatsch. Also. Gut, ich habe ihn auf leichten Widerstand gestellt. Ich hätte wahrscheinlich auf keinen Widerstand stellen sollen. Ulle holt sich den Sieg. Wir jubeln einfach mal, als hätten wir es selber gemacht. Dahinter Fausto Coppi, Gino Bartali, Jacques Anquetil und Eddy Merckx nur auf der 5. Armstrong auch abgehängt. Und wir sollten eigentlich das Bergtrikot ganz, ganz safe auf unseren Schultern haben, auch wenn es jetzt natürlich hier Ohr-Kategorie war und 20 Punkte vergeben wurden. Ich denke sowieso, unsere härteste Konkurrenz wird entweder Thibaut Pinot oder eben einer der Spitzenfahrer, weil die holen am letzten Berg natürlich immer wahnsinnig viele Punkte. Aber Ulle hat da, glaube ich, noch nicht so 100% dazu gehört. So, Tish Benot, wie geht's dir, Junge? Fährst du ja auch locker hoch? Können wir irgendwie einen Wheelie machen oder so? Machen wir jetzt einfach so. Anders geht's leider nicht. So. Da oben sehen wir die letzten, die hochfahren. Pantani auch im Ziel als 19. Also da fehlt es einfach, glaube ich, ein bisschen an den anderen Werten. Vinokourov diesmal auch nur auf der 25. Also der hat da jetzt auch nicht so starke Performances wie bei unserer anderen Tour de France. So, wir genießen das gerade hier einfach mal. Lassen uns noch bejubeln. Was stand da? I love Geschke. Ja, die rufe ich später doch mal an. Nice. Alle sehr gut durchtrainiert hier am Rand. Ich finde, da brauchen wir noch ein paar korpulentere Menschen. So, sollen wir den Tigersprung machen? Ich finde, es muss sich lohnen. Ja, hat er auch gemacht. Hat sich nochmal bedankt. Und ansonsten natürlich mit einer Tipptopp-Tagesform holen wir uns heute 20 Bergpunkte. Wir holen uns leider 13 Sprintpunkte. Wie gesagt, ich versuche uns aus dem grünen Trikot rauszufahren. Gebe mein Bestes dafür. Weiß nicht, ob es sich 100% vermeiden lässt. Wir waren jetzt 6 Etappen und jede Etappe waren wir in der Ausreißergruppe. Das kostet natürlich auch Energie. Falls jetzt gerade irgendwie lauter Ton im Hintergrund war, Anna läuft gerade mit dem Handy durch die Wohnung und ist anscheinend taub. Anders kann ich es mir nicht erklären. Jutti, also die Etappe war cool, die hat Spaß gemacht. Das machen wir mal wieder. Etappensieg mit Geschke wäre natürlich auch noch nice. Erstmal freuen wir uns über Jan Ulrich. Wir freuen uns, boah, so semi über Eddy Merckx. Punktewertung, da freuen wir uns gar nicht. Bergwertung und Nachwuchsfahrerwertung, da freuen wir uns wieder. Also, nicer Dicer, das hat Spaß gemacht. Ulle mit dem Sieg. Geschke verliert dann 8 Minuten 19, das ist ja völlig egal. Wir holen uns 20 Punkte, genau wie Ulle. In der Punktewertung holt Ulle sich 29 Punkte. Wir schauen mal ganz kurz drauf. Eddy Merckx mit 2,22 Vorsprung. Da wird, glaube ich, kaum noch was passieren. Gino Bartali, Coppi. Dahinter die beiden Italiener. Armstrong auf der 5. Dann in der Bergwertung. Alter Vater, 116 Punkte haben wir. Das ist schon krass. Ulle jetzt mit 32. Eddy Merckx mit 33. Bartali mit 40. Da der Beste der Spitzenfahrer. In der Punktewertung, ja, 139. Aber da sehen wir schon. Ulle, Merckx, Bartali, Coppi, Armstrong. Es gibt natürlich auch kaum Sprintankünfte. Deswegen, wenn wir da jetzt unterwegs nicht auf die Sprintpunkte gehen, dann sollte das relativ schnell an die Spitzenfahrer übergehen. Ulle führt in der Nachwuchsfahrerwertung. Teamwertung ist das Dreamteam vorne. Kofidis auf der 9 und der kampfgeisterischste Fahrer, der sind natürlich wir. Der kämpferischste Fahrer. Nächste Etappe. Ach, guck mal, da haben wir ja sogar ein bisschen was Flaches. Dann geht es von Düsseldorf nach Soumagne. Also, da haben wir mal was für die Sprinter. Da werden wir mit Geschke rauslassen und ja. Ich glaube, dann einfach auch die Füße mal ein bisschen hochlegen, durchatmen und auf der 9. Etappe geht es dann den Col de Turigny nach oben. Das ist dann wieder eher was für Geschke. Da sind die Berge auch nicht ganz so steil, da können wir wieder ordentlich hamstern. Also zweimal flach und dann geht es nochmal ab in die Berge. Auch die Folgen werden wieder ein bisschen länger. 6 Kilometer sind es noch auf der Etappe. 1 Minute der Vorsprung vorne für die Gruppe. Die werden wahrscheinlich durchkommen, ziemlich sicher werden die durchkommen. Ich dachte jetzt, okay, wir kümmern uns heute mal nicht um Geschke. Der soll einfach nur sein Rennen fahren und wir versuchen es vorne mit Max Walscheid dann eben in den Schlusssprint reinzuhalten. Aber 1 Minute 5, 4 Kilometer vorne 13-köpfig mit Küng, mit Moritz, mit Cosnefroid. Die werden sich das Ding holen. Da haben wir Erik Zabel, der natürlich gerne heute mal ein paar Punkte gesammelt hätte. Auch eine Horror-Tour de France hier für die Sprinter. Gar keine Frage. Vorne wird es dann jetzt gleich leicht bergauf gehen.
Es war relativ klar, dass eine Gruppe wegkommt. Ich habe es versucht mit Max Walscheid, aber der ist zu weit hinten gestartet. Da ging einfach gar nichts. So, wir haben uns jetzt hier leicht abgesetzt. Können mal mit der Konkurrenz hier mit hochfahren. Nehmen mal das rote Gel. Da ist Sean Kelly. Werden wir nochmal richtig schön weggerammt. Jetzt gehen die Kollegen auch schon los. Holy shit. Max Walscheid ist einfach ein beschissener Hügelfahrer, wie man gerade sieht. Das wäre eh nach hinten losgegangen. So, nehmen wir nochmal ein bisschen was. Also das war jetzt einfach nur so, damit wir es gesehen haben. Die Etappe ist auch drin. Komm. Ah, den Weltmeister geschlagen. Einfach mal Alaphilippe bei einer hügeligen Ankunft weggehauen. Richtig krass. Beste Leistung bislang hier bei dieser Tour de France. Max Walscheid freut sich trotzdem. Geschke bleibt wahrscheinlich in grün. Die Ausreißergruppe holt sich vorne die Punkte. Wir können die Etappe abhaken. Die haben wir ja nur so ein bisschen zu Regenerationszwecken drin. Wobei Simon Geschke bislang eigentlich keine Regeneration gebraucht hat. Also Arjen Desert mit dem Etappensieg. Ansonsten ändert sich in den Wertungen nichts. Boah, Alter, was für ein lüsterner Blick sie da hinten hat. Ole von hinten ist halt einfach immer noch ein Träumchen heutzutage. Benoit Cosnefroy vor Hirschi und Cancellara, Moritz, Greg van Avermaet. Dann schauen wir auf die Wertungen. Bergwertung bleibt natürlich gleich. Punktewertung, ja, leider auch. Nachwuchsfahrerwertung ist Ulle vorne, Dreamteam und so weiter. Alles gleich geblieben. Nächste Etappe, da gehen wir auch schnell drüber. Wie gesagt, mussten wir natürlich einbauen, damit das Ganze so ein bisschen auch einen halbwegs realistischen Anstrich hat. Also 8. Etappe von Lorient nach Pontivy. Hoffentlich ein Massensprint. Ich würde mit Walscheid gerne mal in so einen Massensprint reinhauen. Wir können ja vielleicht auch ein bisschen Nachführarbeit machen. Aber da wollen wir eigentlich die Kräfte nicht verballern. So, Max Walscheid war den ganzen Tag in der Gruppe. Ich habe eben gerade schon eine Aufnahme gemacht, habe aber anscheinend den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Joa, kann man mal machen, kann man aber auch weglassen, ne? So, 7,5 Kilometer sind es gleich noch. Eddie Merckx direkt vor uns. In den Sprint jetzt reinzuhalten mit Max Walscheid, joa, wird wahrscheinlich kompliziert werden. Das Gute ist, es geht vorne gleich nochmal bergab. Heißt aber nicht, dass die Konkurrenz hier dann auch mal ein bisschen Luft lässt. Blaues Gel haben wir schon genommen, aber die Kollegen müssen es noch nehmen, damit Geschke eben auch so gut wie möglich von der Regeneration hier durchkommt. So, schauen wir mal. 5 Kilometer da vorne geht es jetzt nochmal leicht bergab, dann können wir auch nochmal in die Aerodynamik gehen, werden jetzt wahrscheinlich richtig weggebolzt. Bleiben nochmal ganz kurz drin. Kommen da eigentlich nochmal nach vorne. Aber der Sprint wird natürlich sehr, sehr kurz aus der Sicht von Max Walscheid. Da wird die Konkurrenz deutlich stärker dabei sein. So, nochmal ganz kurz Aero. Da wissen wir ja, Aero, wem Aero gebührt. Wir fahren mal an die Spitze. Ballern uns hier mal durch. 2,2 Kilometer vorne bleibt kurvig. So, aber jetzt hier geht's dann gleich los. Da kommt die Konkurrenz. Jetzt wird's schon kriminell. Also das wird keine Spitzenplatzierung, da ist Max Walscheid einfach zu müde. Er hat ja nur noch den halben Sprintbalken, da ist nichts drin. Rudi Altig holt sich den Sieg. Vor Sean Kelly, also schöner nächster deutscher Etappensieg nach Ulle auf der Bergetappe. Dann jetzt durch Rudi Altig. Gott hab ihn selig. Rudi Altig, früher Experte gewesen. Mit ihm durfte man nie über Doping reden. Sobald das Wort Doping gefallen ist, hat Rudi Altig quite quitting gemacht. Also, ja gut, zu seiner Zeit, da haben die sich, glaube ich, alles rein gepfeffert. Wie gesagt, da haben die einen Stierhoden genommen, Strohhalm rein und dann zack, rein damit in die Blutbahn. Also mit dem Strohhalm in die Blutbahn, keine Ahnung. Also das waren noch andere Methoden einfach. Das waren andere Zeiten. Gesamtwertung, bleibt alles gleich. Nächste Etappe wird wieder interessant werden. Von Nizza geht es hoch auf den Col de Turini. 180 Kilometer, Geschke in der Gruppe. Ich glaube, da kann man die Uhr nachstellen. Ich hoffe mal, dass die Tagesform wieder gut ist. Dass diese Regenerationstage den Fahrern und vor allem unseren Fahrern jetzt auch gut getan haben.